herzlich willkommen zum zweiten Teil von Final Fantasy 8. Ich bin gerade im Hauptquartier von Balam Garden, im Schlafquartier sozusagen von Squall, also hier Yimato. Laufe jetzt mal abwärts. Um zum schwarzen Brett zu gelangen. So. Ich habe ja wie in letzter Folge gesagt, gelevelt. Hier im Übungsdistrikt. Aber dazu komme ich gleich, was ich da gemacht habe, alles. In dieser Folge werde ich euch mal auch kurzzeitig erklären, wie man koppelt, also die GF. Aber erstmal hören wir uns die Erklärung von der Questies Treffe an. Na, man sollte auch da, wo Out steht, raus. Das Gute daran ist, wenn man die GF koppelt, ist, dass man halt auch Draw-Punkte benutzen kann. Wie den links im Bild. Wie man hier sieht, Draw-Punkt entdeckt, wiedergefunden. Natürlich möchte ich das ziehen. Jetzt habe ich 5 wieder gezogen und kann die sozusagen nach meinem Belieben benutzen. Hier ist Kirstys Treppe. Und mit der reden wir jetzt mal. So, die will ja mit uns zur Feuertreppe. Zur Feuergrotte. Sag ich schon, Feuertreppe. Die möchte uns erstmal erklären, wie das Koppeln funktioniert. So, was passiert beim Koppeln? Genau, durch das Koppeln von GFI können die eigenen Statuswerte verbessert und Abilities eingesetzt werden. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ohne Kopplungen die Statuswerte nicht ausreichend steigen oder Abilities nicht verfügbar sind. Deshalb wollen wir zuerst eine GF koppeln. Hier wurden noch keine GF gekoppelt. Das sieht man daran, dass das nicht weiß ist. Außer Koppeln stehen keine Befehle zur Verfügung, sie erscheinen in Grau. Oder andersrum. Wenn man jetzt Koppeln wählt, erscheint die Befehle GF und Zauber. Dass noch keine GF gekoppelt wurden, bleibt Zauber noch grau. Jetzt wird eine GF gekoppelt. Wenn man GF anklickt, erscheint eine Liste der verfügbaren GF. Zeigt eine Liste der Abilities, die diese GF bereits beherrschen. HP und Körperkopplungen sind bereits gelernt. Jetzt wird eine GF ausgewählt. Wenn man die GF wählt, werden anhand der Abilities HP und Körperkopplung. Genau, die HP und Körperwerte werden im unteren Fenster in weiß angezeigt. Jetzt können Zauber mit HP und Körper gekoppelt werden. Da jetzt keine Zauber verfügbar sind, werden vorerst keine Zauber gekoppelt. Dafür setzen wir Abilities ein. Ein Charakter kann bis zu 3 Befehlsabilities. Und 2 Charakter der Truppenabilities, die nicht im Kampfmenü erscheinen. Also insgesamt 5 Abilities. Die Nicht-Befehls-Abilities können maximal an 4 Stellen eingesetzt werden. Das bedeutet, dass man maximal bis zu 7 Abilities einsetzen kann. Wir wollen jetzt eine Ability einsetzen. Zuerst wird eine freie Stelle gewählt. Oben werden die Befehle Abilities eingesetzt, die direkt im Kampf benutzt werden. Unten werden die Charakter- und Truppen-Abilities eingesetzt. Wenn der Cursor oben ist, werden automatisch die Befehls-Abilities und unten die Truppen- und Charakter-Abilities aufgelistet.
Genau. Das habe ich gerade gesagt. Draw einsetzen. Damit man die Draw-Punkte benutzen kann. Jetzt kann man auch keine Zauber ziehen. So. Genau, GFF ist sehr wichtig. Aber ich nehme eigentlich keine Items, sondern eher Zauber. Obwohl bei Items der Punkt ist, dass man Phönixfeder einsetzen kann, sofort. So, jetzt ist die Magie plus 20% gesteigert. So. Und wir sind fertig. Genau. Jetzt wollen wir los Richtung Feuergrotte. Erstmal raus aus dem Ball am Garten. Und jetzt koppeln wir. So, koppeln. Hier. Erstmal setze ich Zephone raus. So, Zauber. Bei Magie und dann gucken wir hier. Ich habe Medica, Eis, Schlaf, Schweigen und Vita. Und wir gucken, was am meisten bringt. Natürlich bringt meistens bei Magie Eis. So. Dann kann man nochmal Optimierungen. Und ich habe natürlich keine Abilities. Und ich habe das so gemacht. So. Und bei Christies koppeln. Ohne. So. Und auch Draw. Yeah. So. Ich zeige euch jetzt mal das Ganze im Kampf. Dafür gehe ich hier in diesen Waldabschnitt. Und da ist eine Raupe. So, jetzt Draw. Und es hat Blitz. Und in so einem Kampf, wie mit der Raupe, kann man schön die Sachen ziehen. Da man bei ihr Vita ziehen kann, kann man sich unendlich heilen. Das mache ich jetzt mal vor. Wir ziehen erstmal komplett Vita durch. Natürlich kann man jetzt auch sagen, ich setze Blitz als Zauber ein. Oder halt Vita auf uns, auf deine Gefährten. Aber so geht das auch. Aber wir wollen natürlich erstmal Vita ziehen. Desto mehr man davon hat, desto stärker werden auch die Statuswerte. Das ist sehr wichtig. So. Das könnte man jetzt theoretisch unendlich weitermachen. Aber das möchte ich euch jetzt ersparen. Ich setze jetzt die GF ein, ne? Das ist jetzt hier GF, Zeil und zack. Jetzt erscheint diese blaue Linie und die zeigt, aha, so viel Zeit bleibt noch, bis der GF kommt. Und das ist Leben, die Zahl ist das Leben von den GFs. So, da ich jetzt anfeuern gelernt habe schon, kann ich hier mit Select und Viereck anfeuern und desto stärker wird sie ja, es. Und wenn ich halt beim X drücke, dann geht es halt auf 75 runter. Die Werte kann ich euch leider nicht sagen, weil da bin ich auch noch nicht durchgespielt. Aber so macht es trotzdem schon viel Damage. So.
Genau, jetzt kriegen erstmal die Charaktere die EP, die Punkte, die XP. Dann kriegt man die Items und sagt, was man da von kriegt von den Items. Und die GF erhalten AP-Punkte. So, und Sekuna ist ein Level-Up. So, gut. Die AP-Punkte erhaltet ihr dafür, dass man bei den GF, zeige ich euch jetzt, Teil. So. Der GF kann auch lernen. So. Das ist jetzt, ich lerne gerade die HP-Kopplung. Das K steht immer für Koppeln. Magie, Körper, HP. So. Ich habe zuerst in dem Trainingsgarten da, habe ich Anfeuern gelernt. Und GFHP plus 10%, das ist eigentlich immer das Wichtigste hier. Dass die ein bisschen mehr Leben haben und dass man sie halt hochpushen kann, während sie beschworen werden. Und dann halt die Kopplungen. Desto mehr man koppelt, desto besser werden auch die Charaktere. Und links der Zahl, rechts im Bildschirm, wo bei Magie, Zauber und GF komplett steht, ist links die Zahl, die es momentan hat an AP-Punkte. Und rechts die, die gebraucht wird. Ist eigentlich sehr logisch. Aber trotzdem sage ich das nochmal. Und je nachdem, wie die Attacke oder das gestaltet ist, desto mehr braucht man die AP-Punkte. Das wird immer weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel GF Magie plus 10% hat oder Magie plus 20%, kommt hier dann irgendwann auch GF halt Magie plus 20%. So wie jetzt hier. Das hatte zum Beispiel, das hat 70. Und das hier hatte 40. Desto mehr Prozent es gibt, desto höher werden auch die AP, die benötigt werden. Gut. Das wäre es gewesen erstmal hier. Das hier ist die Feuergrotte da oben, wenn wir jetzt keinen Kampf haben. Das Schöne ist, je nachdem, wo ihr seid, ändert sich auch der Kampf, die Kampfarena. So. Ah, ja. Genau. Beim Kampf R1 drücken. Und zwar jetzt. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Natürlich könnt ihr auch bei diesen Monstern drawen. Das, was ihr noch nicht im Lager habt, das wird als Fragezeichen anerkannt. Oder noch nie hattet. So, ich habe viermal Analyse erhalten. Das gucken wir gleich. Der hat nicht das Analyse. So, Zauber und ein bisschen Analyse. Da ist Analyse und ich analysiere jetzt mal. In der Zeit ist der Kampf unterbrochen und man kann sozusagen sich den Gegner in Ruhe angucken. Weiß, was es für einer ist. Das ist ein Weißkäfer, der hat 10 HP. Oder? Ne, 10 HP. Schwach gegen Wind und Wetter. Er hat, ja, noch 14 HP. Und Level 10 ist er. Die Monster leveln je nach eurem Level mit. Das heißt, wenn ihr Level 20 seid, sind die Anfangsmonster auch Level 20. Von daher nützt großes Vorleveln nicht. So. Gewittersturm. Jetzt können wir wieder drücken. Bis das X erscheint. So. Und schon macht der dir mehr Damage. Mehr Schaden.
Tada. Gut. Und auf geht's zur Feuergrotte. Das ist die hier. Und da erklärt uns Quisty ja nochmal, wie das so ist mit dem Zaubern koppeln. So, jetzt zum Koppeln von Zaubern. Hör gut zu. Es geht darum, wie man Zauber, die man gezogen hat, richtig anwendet. Hier einige Erklärungen zum Koppeln von Zaubern. Wenn man Zauber koppelt, können Statuswerte eines Charakters verbessert werden. Ist ja logisch. Wenn eine GF gekoppelt ist, werden all die Werte in weiß angezeigt, die durch die GF-Abilities verfügbar sind. Wenn wir jetzt Koppeln auswählen, erscheinen die Befehle GF und Zauber. Eine Zauberkopplung kann jetzt unter Zauber vorgenommen werden. Wir wählen Zauber. Tun wir das mal. So, wobei eine Liste der verfügbaren Zauber erscheint. Genau, Feuerblitz. Mit dem Cursor wählt man unten den gewünschten Statuswert aus. Wir haben Magie genommen. Sie nimmt hier Stärke. So. Genau, das ist ja jetzt klar. Man nimmt natürlich das, was am höchsten ist. Wird der Zauber an Stärke gekoppelt und der neue Statuswert eingesetzt? Zu jedem Statuswert kann ein Zauber gekoppelt werden. Je mehr Platz vorhanden ist, desto mehr Zauber können gekoppelt werden. Normalerweise jedoch braucht man nicht jeden Zauber einzeln per Hand zu koppeln. Nachdem die GF gekoppelt sind, wählt man einfach die Option Optimal. Mit der Option Optimal werden Zauber automatisch gekoppelt. Genau. Stärke, Magie und HP. Mit dieser Option können Zauber bequem gekoppelt werden. Wir wählen jetzt einmal die Option Stärke. Und zack, sind die angepasst. So, wenn du einen neuen Zauber gezogen hast, solltest du ihn erst einmal koppeln und schauen, was passiert. So, lass uns jetzt gehen. Deine Gunblade. Was ist damit? Ich gucke jetzt einfach mal, was ist damit? Dann kann man nämlich nochmal erklärt kriegen, was damit ist. Im Statusmenü werden die Statuswerte des Charakters angezeigt. Genau. Im ersten Fenster werden Basiswerte wie HP und Stärke. Im zweiten Fenster die Werte wie die bezüglich Elemente und Zustände. Die kann man später auch noch verbessern. Im dritten Fenster die Werte in Bezug auf die GF. So, genau, und jetzt kommen wir zum Gunblade. So, Gunblade auf automatisch. Hier werden Einstellungen an der Gunblade von jedem Auto vorgenommen. Eingestellt werden können die Automatikfunktion an der Gunblade und die Anzeige des Multibalkens. Wenn man die Gunblade automatisch auf einstellt, fällt natürlich Multi-Slash-Balken aus, weil dann ist alles automatisch. Da muss man nur noch nach rechts gehen und zack, einfach drauf drücken. Braucht man nicht mehr R1 drücken. Ist natürlich dann nicht mehr die Trefferquote auf 100%. Auf Ausstellen und R1 per Hand eingeben, wenn man die Anzeige des Multibalkens auf Einstellt. Auf Ausstellen. Wird der Balken im Kampfmodus nicht mehr angezeigt. Diese Anzeige wird automatisch auf Ausgestellt, wenn die Gunblade-Automatik aktiv ist. So viel zur Spezialtechnik von Yamato. Na dann, ab die Post. So. Ich werde jetzt erst nochmal kurz speichern. Werde mir ein paar Zauber ziehen, die hier so rumschwirren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich mich der Aufgabe stelle, in die Feuergrotte zu gehen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt letswatch.de.